vergrößern, verkleinern. Martin Keimer hat bei den US Open einen schlechten Start erwischt. Urheberrecht Getty Images. Am ersten Tag der US Open erwischt der deutsche Martin Keimer keinen guten Start. Auch Superstar Tiger Woods kann nicht glänzen, seine Landsmänner dagegen schon. Miserabler Auftakt für Martin Keimer bei den US Open. Beim zeitältesten aller vier Major-Turniere liegt der 33-Jährige nach dem ersten Tag in Southampton nur auf dem geteilten 148. Rang. Auf dem 70er-Kurs brauchte der frühere Weltranglistenerste 83 Schläge, deutlich zu viel, um sich weiter vorne zu platzieren. Auch Tiger Woods erging es kaum besser. Der US-Superstar brauchte zwar 5 Schläge weniger als Keimer, mit dem vorläufigen Platz 101 dürfte aber auch er nicht unbedingt zufrieden sein. Punkt. In Führung liegt nach den ersten 18 Löchern ein Quartett mit den Amerikanern Scott Piercy, Russell Henley und Dustin Johnson, sowie dem Engländer Ian Poulter, die jeweils mit einer 69 ins Clubhaus kamen.